zusammen, herzlich willkommen zur letzten Episode des Rohima 5A und Speedstick. Hallo zusammen, herzlich willkommen zur letzten Folge der Rohima 5A und Speedstick Rezession. Heute fasse ich das Ganze mal zusammen, was ich über diese Sticks denke und was sich in der Zeit geändert hat. Fangen wir doch einfach mal an. Ich beginne mit den Speedsticks. Also, die Speedsticks sind dafür konzipiert worden, dass man sie zwischen den Fingern hält und dann so spielt, entweder mit den Fingern oder mit dem Handgelenk, und dadurch soll angeblich eine höhere Geschwindigkeit erzeugt werden. Und da kann ich nur sagen, Geschwindigkeit ist nicht alles. Da fehlt die Dynamik, da fehlt die Kraft, da fehlt der Sound, einfach alles. Und wenn man diese Sticks zweckentfremdet, und zwar, dass wenn man sie ganz normal hält, wie normale Sticks, dann hat man, wenn man sie hier hinten hält, sehr, sehr schöne Sticks mit viel Power, mit viel Kraft und schönem Sound. Und wenn man dann diese Sticks so hält, dass man den Zeigefinger und den Daumen hier an dieser Kuhle hier festhält, dann hat man das Gefühl, dass die Sticks deutlich leichter sind und auch das Spielgefühl ist ein komplett anderes. Denn durch diese Leichtigkeit fühlen die sich wunderbar an. Also ich mag das, wenn ich die so spiele, denn da fühlt sich auch die generelle Qualität sehr gut an. Und auch klanglich gesehen finde ich das wirklich wunderbar, wie diese Sticks auf den Becken und Schlagzeug so klingen, nämlich schön hart und holzig und hell. Und das gefällt mir richtig, richtig gut. Also ich kann diese Sticks nur dann empfehlen, wenn man sie ganz normal spielt, wie reguläre Schlagzeugstöcke, aber nicht, wenn man sie so spielt, wie sie konzipiert worden sind, denn dann hat man nur angebliche Geschwindigkeit, aber das Problem ist, die Haut wird irgendwann aufgeratscht sein, die Knochen tun weh. Also das ist kein wirklich gutes Konzept, das ist nicht wirklich gut durchdacht in dem Sinne. Aber die Sticks sind dennoch sehr, sehr, sehr gut, wenn man sie wie reguläre, ganz normale Sticks spielt. Bei den 5A gefällt mir einiges nicht, und zwar zuerst einmal das Handling, das Spielgefühl und die Anfassqualität. Also das ist für mich irgendwie nicht wirklich optimal. Die Sticks liegen zwar sehr schön in der Hand, aber die Qualität des Slugs, das gefällt mir gar nicht, und somit habe ich auch ein etwas komisches Gefühl, wenn ich diese Sticks spiele, und deswegen werden diese auch nur als Zweit-, Dritt-, Viert- oder fünf Sticks, je nachdem, eingesetzt, wie ich es gerade brauche. Also nicht immer, sondern eher nur so nebenbei, denn dieses Gefühl halte ich nicht lange aus. Aber dafür können sie mit den Klang glänzen. Und zwar, der ist auch hier wieder mal schön hart und hölzig, aber dunkler als der von den Speedsticks. Und somit macht es die zu guten Allroundern, wenn man alle möglichen Stile von Musikarten spielen will. Also wenn man alle mögliche Musik spielen will, dann sind die 5A definitiv sehr, sehr gut dafür geeignet. Und die Speedsticks gehen dann eher schon Richtung Jazz,
weil dieser helle Klang ist wirklich sehr schön für Jazz. Und deswegen sind die Speedsticks eher für Jazz geeignet und hier die 5A eher so für alles andere. Und damit kann ich die auch wunderbar einsetzen, aber wie gesagt, halt eben nur als Zweit- oder Drittsticks, denn das Spielgefühl, das gefällt mir absolut nicht und auch die Anfassqualität gefällt mir nicht. Von daher setze ich die zwar ein, aber nicht sehr, sehr, sehr häufig. Ja, das war's mit der Rezession von den Rohema 5A und den Speedsticks. Ich hoffe, euch hat diese Rezession gefallen und wenn sie euch gefallen hat, dann schreibt es mir doch in die Kommentare. Und jetzt ist es Zeit für euch da draußen, diesen Kanal hier doch bitte zu abonnieren. Also bitte, bitte, bitte abonniert diesen Kanal. Drückt auch die Glocke, damit ihr in naher Zukunft keine weiteren Videos mehr verpasst. Ja, nun noch ein kurzes Schlusswort. Also es bleibt zu sagen, dass die Rohema Sticks, die ich bekommen habe, sehr gut sind generell. Aber es gibt halt so manche Dinge, die mir nicht gefallen und deswegen werde ich sie trotzdem sehr häufig einsetzen. Vor allen Dingen die Speedsticks werde ich sehr, sehr häufig einsetzen, denn die gefallen mir wirklich von den Rohema Sticks am besten, die ich bisher gespielt habe. Gut. Das war's. Macht es gut. Ciao.